Thema. Mein Hund springt jeden Menschen an, was kann ich tun? Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und mir für diese kurze Zeit lauschen möchtet. Ich freue mich auf dieses Thema, denn es ist natürlich sehr spannend. Und ich habe wieder einige Tipps für euch im Gepäck. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Und ja, dann fangen wir mal an. Bevor ich anfange, möchte ich mich einmal vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Anne Rosengrün und ich komme aus Nürnberg. Ich lebe hier, ich arbeite hier. Ich bin seit 2006 selbstständig mit meinem Hundeservice. Ich biete Hundebetreuung an, Dogwalking, Tagesbetreuung und Hundepension. Und zusätzlich mache ich Hundetraining für Hundehalter und Hundehalterinnen. Seit 2014 biete ich meine Dogwalker-Ausbildung an. Das ist Sennys Dogwalker-Ausbildung. Und die findet online statt und auch live bei mir in Nürnberg. Die nächste Ausbildung, für alle, die es interessiert, startet im Juli 2021 in einem Jahr und 10 Tagen, um genau zu sein. Ich freue mich schon drauf, da habe ich eine Aktion. Im September dieses Jahres, wer dabei sein möchte, kann einfach in meine Gruppe reingehen. Die Aktion ist für euch natürlich komplett kostenlos. Und ihr müsst einfach nur der Gruppe beitreten und dann könnt ihr da teilnehmen. So, dann werde ich einmal ganz kurz das Bild groß machen. Genau, jetzt ist das nämlich wieder lautlos. Und dann starten wir nämlich richtig mit dem Thema, was tun, wenn mein Hund, wenn mein Hund jeden Menschen anspringt. Zuerst möchte ich natürlich mit euch einmal klären, warum tun Hunde das überhaupt? Warum springen Hunde Menschen an? Das kann verschiedene Gründe haben. Dazu muss man immer ein bisschen gucken, wie springt der Hund denn genau? Springt er sehr frontal? Springt er seitlich? Springt er einfach nur so einen halben Meter vom Menschen hoch und berührt den Menschen dabei nicht? Oder hat man Zähne im Gesicht? Das kann also doch einige Ursachen haben, einige Gründe haben. Das erste ist natürlich, der Hund hat nicht das richtige Verhalten gelernt und das unerwünschte Verhalten, also Anspringen, wurde verstärkt. Verstärkung passiert sehr häufig, wenn wir dem Hund Aufmerksamkeit geben, also wenn wir dem Hund, wenn er denn uns anspringt, das geben, was er haben möchte. Häufig hat es etwas mit Aufmerksamkeit zu tun, mit ich beschäftige mich mit dem Hund, denn das andere Verhalten wurde nicht beachtet, der Hund springt und ich beschäftige mich mit dem Hund. Es kann durchaus sein, dass diese Interaktion auch negativ ist für den Hund. Das heißt, auch wenn ihr Nein sagt, auch wenn ihr aussagt, manche Hundehalter nehmen ja auch teilweise noch das Knie hoch oder dann wird gesagt, ach ja, jetzt umarme deinen Hund mal ganz dolle, damit er lernt, dass es unangenehm ist. Das ist alles Interaktion mit dem Hund. Aber auch wenn der Hund springt und ich drehe mich weg, auch da habe ich eine gewisse Bewegungsreiz von mir drin. Und es gibt Hunde, die sagen, boah, ist ja cool. Na, das ist ja ganz, ganz lustig, wenn der Mensch sich wegdreht, weil dann ist Bewegung im Menschen, dann spielt der Mensch vielleicht mit mir. Wir wissen also nie, wie die Aktion, die wir im Endeffekt, also diese Reaktion auf das Verhalten des Hundes, was das beim Hund bewirkt, wenn wir irgendwie agieren, ob der Hund sagt, das ist cool oder ich habe Angst davor. Na? Okay, Ulrike schreibt, Anspringen macht einsam. Ja, und ich kann dir wirklich sagen, mit ein bisschen Training lernen die Hunde es ganz schnell. Viele Hunde springen, weil sie sich freuen vor Freude, weil sie so aufgeregt sind. Erregung geht da hoch und wir freuen uns und Jubel und Tralala und dann springen sie an. Na, dann wäre es sehr, sehr wichtig zu schauen, dass man das Erregungsniveau des Hundes runterbringt und den Hund einfach ein bisschen entspannt. Wir sprechen gleich noch darüber, wie das genau aussieht. Es gibt Hunde, die springen an, weil sie aggressiv ist. Darüber werden wir heute nicht ganz so viel reden, denn Hunde, die Menschen anspringen, weil sie aggressiv sind, bedürfen einer kompletten Verhaltensanalyse. Das ist heute nicht so ein Thema. Ich werde heute mit euch so ein paar Tipps auflisten, aufzählen,
die sinnvoll sind, wenn der Hund springt, weil er sich freut, einen Menschen zu sehen und weil er zum Beispiel sehr erregt ist oder beides gemischt eben. Also dieses Thema, ein Hund springt einen Menschen an, weil er Aggressionsverhalten zeigt, das klammern wir heute aus. Das sind meistens Hunde, die frontal springen und wenn man so, sozusagen Zähne im Gesicht hat. Denn Aggressionsverhalten hat meistens eine ganze Palette an Ursachen und da wäre so ein kleines Live-Video doch ein bisschen zu wenig. Ihr dürft gerne in den Chat schreiben, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder wenn ihr einen Hund habt, der eben Menschen anspringt, was ihr schon probiert habt. So, ich werde euch mal so ein paar Tipps geben, euch erklären, wo der ein oder andere Stolperstein da ist. Und dann könnt ihr einfach in den Chat schreiben, habt ihr schon probiert, hat nicht geklappt, klappt super. Oder auch alles andere, was ihr möchtet. Das Erste, was gesagt wird, ein Hund, der Menschen anspringt, der soll sich hinsetzen. Also, wir bringen dem Hund bei, statt Menschen anspringen, bitte hinsetzen. Der Hund lernt, also egal, was ich euch jetzt immer erzähle, es ist immer so, der Hund lernt im Endeffekt ein Alternativverhalten, das soll er ausführen, statt des Anspringens. Und viele benutzen Sitz. Okay, es wird dann gesagt, okay, ne, der Mensch ist da, der fremde Mensch, oder man nimmt erstmal Freunde oder man nimmt erstmal die Familie zum Trainieren und es wird dem Hund beigebracht, setz dich vor den Menschen hin und du bekommst Aufmerksamkeit. Das funktioniert gut bei Hunden, die eher ruhig sind, die mal so ein bisschen zur Begrüßung springen, die aber vom Gemüt her, sage ich eher so, in die ruhige Kategorie eingeordnet werden. Warum funktioniert das eher mit ruhigen Hunden? Anspringen und sitzen, was gut ist, ist erstmal zwei ganz verschiedene Verhaltensweisen. Anspringen, es geht hoch, sitzen, es geht runter, das ist perfekt. Hunde, die erregt sind in Begrüßungssituationen, die müssen sich bewegen. Und mit dem Sitz machen wir den Hund statisch und das ist für Hunde, die hibbelig sind, die sich bewegen wollen, ist das viel zu viel. Da muss man sehr viel Vorarbeit leisten und daher ist das meistens für diese Hunde, die erregt sind, die aus Erregung, aus Freude springen und dann, oh, ich bin so aufgeregt, für die ist das Sitzen vor dem Menschen nicht so gut geeignet. Egal, was ihr für ein Alternativverhalten wählt, es ist immer wichtig, dass ihr den Hund so belohnt, dass er eben unten ist. Na, man könnte auch sagen, okay, man fängt mit dem ganz Einfachen an, mein Hund kann noch nichts. Ich hole mir einen Tierschutzhund oder ich hole mir einen Welpen. Und wenn ich mir den Welpen hole, dann kann der Welpe ja noch gar nichts. Manche Züchter sind richtig, richtig cool und bringen das ihren Welpen schon bei, aber viele Welpen können noch gar nichts. Und trotzdem möchte ich ja eigentlich von Anfang an, vom ersten Tag an, dass der Welpe mich nicht anspringt und dass ich ihm dieses richtige Verhalten beibringe, alle vier Pfoten auf dem Boden und das noch bei jedem Menschen. Also wäre die einfachste Variante, ich habe immer Futter bei mir und immer wenn der Welpe zu mir kommt oder zu einer anderen Person kommt, halte ich dem Welpen Futter vor die Nase, sodass ich im Endeffekt verhindere, dass der Welpe überhaupt lernt zu springen. Das ist die charmanteste Variante und die einfachste, die man mit jedem Hund anwenden kann. Der Hund muss nichts können, ich brauche nur Futter. Ich muss wissen, okay, in diesen Situationen benötige ich Futter und der Welpe, der Hund kommt auf mich zu. Ich halte ihm das Futter hin, so bitte, dass er nicht springen muss. Das heißt, je kleiner der Hund ist, umso weiter unten muss das Futter dargereicht werden und ich gebe es dem Hund. Und wenn ich einen Marker habe, gebe ich noch den Marker dazu und ich bekomme einen Hund, der weiß, okay, es gibt da unten Futter, ich muss gar nicht springen. Na? Also wenn ihr einen neuen Hund habt, wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz bekommt, ist diese Variante super, super cool, macht ganz viel Spaß. Wenn natürlich sozusagen der Hund schon in den Brunnen gefallen ist oder der Hund schon immer springt, 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 dann kann es sein, dass der Hund für diese Variante sehr, viel zu sehr erregt ist. Und wir gucken müssen, was eben geht. Für Besuch, wenn ihr Besuch bekommt und ihr habt einen Hund, der sehr erregt ist, sehr springt, würde ich euch das 10-Leckerli-Spiel empfehlen.
Kennt das jemand? So sind doch einige Leute heute online. Ich weiß, dass einige Leute, weil sie machen bei mir die Dogwalker-Ausbildung, das Zehn-Leckerli-Spiel kennen. Das Zehn-Leckerli-Spiel ist eine wunderbare Übung. Ich habe auch schon Videos dazu reingestellt und man kann es eben super gut in den Alltag einfügen. Was ist das Besondere? Man hat so den Zählprozess und dann diese Bewegung mit dem Hund und das fixiert den Hund nicht so statisch wie das Sitz und ihr könnt es super gut anwenden, wenn ihr Besuch bekommt. Ich suche euch nach dem Live-Video einfach für die, die es nicht kennen, einen Link raus, den stelle ich euch dann in den Chat von meiner Seite. Da habe ich einen schönen Beitrag zum Thema Zehn-Leckerli-Spiel, wie man das aufbaut. Um es anzuwenden, wie alles, müsst ihr es im Alltag aufbauen mit eurem Hund. Euer Hund muss wissen, um was es da geht. Und dann könnt ihr das bei Besuch anwenden. Das ist sinnvoll, dass sich der ein Mensch kümmert sich um den Hund oder die Hunde, es geht auch mit mehreren Hunden, und der andere kümmert sich eben um den Besuch. Das Zehn-Leckerli-Spiel, das bringt den Hund dann in Bewegung. Ihr könnt das Zählen variieren. Und daher ist es schöner als eben zum Beispiel das Sitzen, weil die Hunde können sich bewegen, die Erregung kann abgebaut werden. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, im Chat wurde was geschrieben. Die Barbara hat geschrieben, unsere ist sehr menschenbezogen und lieb. Sie geht regelmäßig mit in die Schule und lernt die Kinder zu ignorieren. Klappt sehr gut und die Kids achten auch darauf. Nur die Lehrer sind da eher resistent und sprechen sie an und wuscheln durchs Fell und sie springt dann entsprechend hoch. Wie kann ich das handeln? Denn wie gesagt, die Lehrer sind da resistent. Okay, das finde ich ja ganz interessant, dass die Kinder es besser machen als die Lehrer. Du könntest mit ihr anfangen zu trainieren. Wenn sie gestreichelt wird, dann belohnst du sie unten auf dem Boden. Also, dass wir gucken, was sind bei ihr die Auslöser für das Hochspringen? Ist es das Streicheln? Ist es die Aufmerksamkeit? Und wie kann man das umlenken? Was kannst du ihr beibringen als Alternativverhalten? Ich finde, für Hunde, die so ein bisschen im Konflikt sind, mag ich den Menschen jetzt, mag ich den Menschen nicht, eignet sich auch der Handtouch ganz gut. Und für deine Hündin, wenn sie nicht wirklich im Konflikt ist, die einfach nur das Schreichen so ein bisschen hochpusht, wäre die einfachste Variante, dass du mit ihr trainierst. Also sie wird so gewuschelt, Marker, Futter auf dem Boden. Na, also, dass man das einfach. Was heißt einfach, aber dass man das mit ihr trainiert, dass sie lernt, wenn sie so gewuschelt wird, gibt es den Marker oder verbales Lob, wenn du jetzt nicht mit Marker arbeitest und das Futter gibt es auf dem Boden, sodass man eben den Hund dazu bekommt. Für sie wird dieses Wuscheln, also der Hund wird gewuschelt von anderen Menschen zum Signal, okay, ich gucke mal, ob da irgendwo Futter liegt. Sie sollte dann immer noch von dir zwischendurch belohnt werden. Mit der Zeit braucht sie aber nicht mehr so viel Belohnung. Das wäre so mein Tipp, eben dieses Streicheln, das als Signal zu verwenden für anderes Verhalten, was du haben möchtest. Du könntest sie auch hinsetzen lassen, wenn sie eher ruhig ist oder eben einfach nur, sie guckt auf dem Boden nach Futter, ob da irgendwo was liegt. Ja, die Ulrike schreibt auch, ihre Hündin sucht Aufmerksamkeit, sie will immer im Mittelpunkt stehen. Genau. Und bei so einem Hund ist das Zehn-Leckerli-Spiel, um erstmal bei Besuchen Fuß in die Tür zu bekommen, super, super gut, weil die Hunde bekommen dann die Aufmerksamkeit, die sie haben möchten, sind aktiv, sind munter, vergessen aber erstmal den Besuch. Natürlich muss man den Hunden trotzdem beibringen, wie sollen sie agieren. Und wie soll im Endeffekt, welches Verhalten möchte man haben? Das heißt, man muss für sich erstmal entscheiden, okay, darf mein Hund zum Beispiel auf Signal sich so freuen, wie ein Hund sich eben freuen möchte? Es gehört dazu, dass der Hund anspringt, wenn er sich freut, wenn der Hund eben aus Freude anspringt. Oder sage ich, okay, das darf der Hund generell nicht. Dann überlege ich mir, okay, welches Verhalten möchte ich haben, was auch passt. Habe ich kleine Kinder, dann ist zum Beispiel sowas, was mein Hund zeigt. Mein Hund schmeißt sich mit Schmackes an die Beine, auch nicht wirklich gut geeignet. Also der springt.
Also mein Hund springt und springt dann seitlich an die Menschen ran und drückt sich an die Menschen ran, sodass man auch standfest sein muss, auch wenn er eben nicht direkt anspringt. Wenn ich jetzt Kinder hätte, wäre das nicht gut geeignet, weil er eben die kleinen Kinder mit 3, 4, er schmeißt sie um. Also muss ich mir immer überlegen, welches Verhalten ist für meine Situation geeignet. Na, dann gucke ich mal, die Martina hat noch was geschrieben. Kann ich das auch beim Spaziergang anwenden, wenn er Menschen freudig anspringen will? Marlin springt nur an, wenn Menschen ihn anschauen oder ansprechen. Ich glaube, es war auf das Zehn-Leckerli-Spiel bezogen. Martina, das kannst du machen. Du kannst auch überlegen, okay, er möchte die Aufmerksamkeit von den fremden Menschen oder von dir, oder möchtest du, dass er eben fremde Menschen begrüßen darf? Dann sollte man daran arbeiten, wie soll dein Hund eben die fremden Menschen begrüßen? Aber prinzipiell, wenn du sagst, muss da nicht unbedingt hingehen, du möchtest einfach nur, dass er eben nicht springt, wäre das Zehn-Leckerli-Spiel gut geeignet für ihn, weil das eben so ein bisschen erstmal Zehn und dann Action macht, super viel Gaudi und ihr habt ein schönes Alternativverhalten, wo der Hund sich einfach bewegen kann. Beim Anspringen oder beim Nicht-Anspringen ist es wichtig, dass er den Hund immer schön mit allen 4 Pfoten auf dem Boden füttert. Bedeutet, Ort der Belohnung sollte immer unten sein, denn Hochspringen hat immer was mit oben hoch zu tun. Und deshalb wichtig, immer auf dem Boden füttern, egal was wir jetzt an Alternativverhalten beibringen. Wenn wir dann direkt in die Begrüßung reingehen, unser Hund geht in die Begrüßung rein. Wenn ihr das möchtet, ist es ja auch so, dass wir dem Hund Verhalten beibringen müssen. Wir müssen also überlegen, okay, wenn ich jetzt sage, mein Hund darf fremde Menschen begrüßen, viele freuen sich ja auch, ne? Viele finden das ja gar nicht so schlimm, wenn der Hund auf sie zukommt, müssen wir dem Hund trotzdem irgendwie beibringen, welches Verhalten es erwünscht. Und ich hatte es ganz kurz angesprochen, was ich super toll finde, was ich gerne anwende, wenn die Hunde im Konflikt sind, aber eben auch, Entschuldigung, um diese Begrüßungssituationen für den Hund so ein bisschen zu entzerren, ist der Handtouch. Ich bringe dem Hund also bei, mit der Nase meine 2 Finger zu berühren. Das kann man dann einfach so ein bisschen auch auf Hände, also dass der Hund lernt, so bei Menschen generell mit der Nase an die Hände zu stupsen. Das ist so mein Ding, weil wir Menschen, wir machen so viel mit den Händen und unsere Hände hängen meistens runter, außer wir winken oder sonstiges. Aber in vielen Fällen hängen die Hände runter oder die wollen die streicheln und dann stupst der Hund an die Hand. Oh, das ist ja niedlich. Das ist so mein Favorite, weil man das super gut übertragen kann, weil man den Hund super schnell wieder rausholen kann. Die fremden Menschen, ihr könnt sagen, halten Sie doch mal die Hand hin. Mein Hund kann einen super schicken Trick. Und man bringt dem Hund bei, erstmal bei sich mit der Nase die 2 Finger zu berühren. Und dann übertragt ihr das auf andere Familienmitglieder. Dabei ist es so, dass das Wortsignal Touch oder Nase oder Stups, was ihr nehmen möchtet, das sollte funktionieren. Also ihr müsst sagen Touch, dann kommen die 2 Finger, der Hund geht mit der Nase ran, das sollte funktionieren. Und dann sagt ihr halt, Ehepartner, Kinder, dreimal reicht. Ihr steht so ein bisschen gegenüber, wie es eben Begrüßungssituationen üblich ist. Und ihr sagt Touch, also ihr erklärt, wie die Hand, also ich nehme nicht gerne so die flache Hand, sondern ich nehme lieber die 2 Finger, weil es eindeutiger vom Signal ist. Ihr könnt auch so machen, das ist egal. Ihr sagt halt, okay, das ist das Handzeichen, das gibst du bitte oder eben das. Ihr gebt aber das Signal Touch und meistens muss man die Hunde die ersten paar Male hinführen. Ihr gebt den Marker und belohnt den Hund, dann habt ihr wieder gleich das Weg von den fremden Menschen, dass der Hund gar nicht anspringt. Und das könnt ihr dann immer schön generalisieren. Finde ich eine super, super klasse Übung, weil die Hunde eben in Aktion treten mit den fremden Menschen, aber ihr sie super schnell wieder rausholen könnt. Ihr baut mit dem Hund eben das auf, okay, du gehst hin, ihr als Besitzer, gebt das Markersignal und belohnt den Hund bei euch. Ich mache das total gerne und den Handtouch mache ich eh total gerne. Das bringe ich sehr vielen Hunden bei, schon Welpen. So mit das Erste, ich bin nicht so sitzen tun viele Hunde eh von sich aus. Ich fange meist mit dem Handtouch an, weil man so viel damit machen kann und ich finde ihn genial.
So, was ist jetzt aber, wenn ihr einen Hund habt, der eben viel springt und ihr sagt, naja, 10 Leckerli-Spiel, klar, kann ich probieren, aber Management haben wir noch gar nicht heute besprochen, kommt auch heute zum Tragen. Management ist wirklich wichtig. Das bedeutet, dass wir schauen, okay, wie kann ich meinen Hund so einschränken? Wie kann ich meinen Hund führen, dass mein Hund möglichst keine Chance hat, fremde Menschen anzuspringen? Denn das ist ja das unerwünschte Verhalten, was wir haben oder was häufig auftritt. Und das unerwünschte Verhalten, anspringen, kann ich erstmal draußen am besten durch eine Leine verhindern. Na, in der Wohnung würde man eine Hausleine verwenden, beziehungsweise wenn Besuch kommt, der sich angemeldet hat, auch Geschirr und Leine. Das wäre so mein Favorit an Management, dass man eine Leine verwendet und Abstand hält, wenn ich genügend Abstand zu fremden Personen halte. Momentan habt ihr eine gute Ausrede, dann kann der Hund nicht anspringen und ich kann eben trainieren, oh, du freust dich, aber dein Erregungsniveau ist noch nicht ganz so hoch, wie es normalerweise ist. Und ihr könnt mit dem Hund trainieren, alle 4 Pfoten auf dem Boden, Markersignal Belohnung oder Touch bei euch oder Sitz und dann Touch bei euch. Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten und dieser Abstand, diese etwas mehr, nicht sofort gleich zum Menschen hin, führt dazu, dass ihr überhaupt einen Fuß in die Tür bekommt, mit dem Hund gut trainieren könnt. Die Martina schreibt im Chat, Handtouch hatten wir, hat gut funktioniert, bis es eine Bekannte bei uns in Anführungszeichen versaut hat. Ja, man kann das einfach neu aufbauen. Also Handtouch, wenn das irgendwie nicht mehr ganz so gut funktioniert, neu aufbauen oder nochmal gucken, was macht der Hund denn jetzt, wie kann ich das ändern und das einfach nochmal trainieren. Okay, noch eine Frage von Sandra, beziehungsweise längerer Text. Ich muss erstmal alles aufrufen. Moment. Also, das ist etwas länger. Mein Mowgli dreht immer bei einer meiner Schwestern total durch. Wildes Hin- und Hergerenne, Anspringen, Quietschen mit den Pfoten trommeln. Dasselbe zeigt er morgens, wenn wir aufwachen bei meiner Hündin Nele und bei mir. 10 Leckerli-Spiel klappt da überhaupt nicht. Ignorieren auch nicht. Handtouch auch nicht. Selbst schimpfen nicht da. Erschrickt er kurz und macht weiter. Der ist dann total überdreht und hört erst auf, wenn man ihn anfasst. Da bekommt man aber immer eine Pfote ab und das tut sehr weh. Ja, ein bisschen schwierig, weil ich jetzt nicht genau weiß, was die Ursache ist für dieses Verhalten. Auch frühmorgens freut er sich so. Schläft er denn getrennt? Oder ist es sozusagen schon zum Ritual geworden bei ihm? Wenn du sagst, anfassen funktioniert, anfassen bringt ihn runter vom Erregungsniveau, da lässt er sich drauf ein, denke ich sofort. Entweder einfach nur natürlich ruhiges Schreicheln. Ich denke an isometrisches Anfassen. Isometrisches Anfassen oder isometrische Übungen. Das bedeutet, dass ich mit der flachen Hand die Schulter des Hundes berühre und so ein bisschen Druck ausübe und der Hund soll sich dann sehr gerne gegendrücken. Das wird aufgebaut in natürlich ruhigen Situationen und das wird dann eben mit dem Markersignal, also dieses Gegendrücken wird verstärkt und den Entspannenfaktor habe ich, der Hund drückt gegen und dann lässt er wieder locker. Wer schon mal Physiotherapie gemacht hat, kennt das von sich, kommt vom Menschen und wenn du Sandra schreibst eben, dass da Anfassen gut funktioniert, wäre das so mein erster Impuls zu sagen, isometrisches Anfassen. Und ich gehe davon aus, dass er dann eben auch kein Futter mehr nimmt, wenn das alles nicht klappt. Also würde ich mit isometrischen Anfassen anfangen. Dann würde ich Futter etablieren, eventuell ein Spielzeug als Schnuller und vielleicht schnell einen Garten rauslassen. Irgendwie so war es, dass man mal guckt, was genau hilft ihm und einfach mal ein bisschen was ausprobiert, hat immer nur die Dinge ausprobiert, die dem Hund nicht schaden.
Na, also das Einfachste wäre, man gibt ihm Spielzeug in die Schnauze und lässt in den Garten. Das geht relativ zügig, das kann man sehr schnell umsetzen. Isometrisches Anfassen, das müsste erst aufgebaut werden, da braucht ein bisschen länger. Streicheln kann man auch sofort umsetzen. Was bei dir, bei diesem Verhalten wichtig wäre, mal auf die Uhr gucken. Zum Beispiel morgen auf die Uhr gucken und das machen, was du bisher immer auch gemacht hast, und aufschreiben, wie lange er dieses Verhalten gezeigt hat. Und dann fängst du an, zum Beispiel mit dem Anfassen, mit Streicheln, mit Spielzeug geben, rauslassen, wie auch immer, und guckst auf die Uhr, wie lange er dieses Verhalten gezeigt hat. Das Verhalten, ja, andersrum, das, was du machst, also dein Verhalten und sein Verhalten müssen sozusagen korrelieren. Das heißt, je kürzer sein Verhalten ausfällt, umso besser ist das die Maßnahme, die du ergriffen hast. Das wäre wichtig, bei so einem Verhalten zu erforschen, zu gucken, ob halt das Spielzeug hilft, ob Garten hilft, ob Streicheln hilft, ob isometrisches Anfassen und sonstiges hilft, Futter. Und dann kannst du gucken, was bringt ihn wie schnell runter und womit hast du am meisten Erfolg. Manchmal kommt uns sowas nämlich sehr, sehr lang vor und es ist gar nicht lang. Unser Gehirn ist da echt manchmal wirklich komisch. Das heißt, einfach mal jeden Tag dann auf die Uhr gucken, die Minuten, einfach nur aufschreiben. Das muss einfach eine Tabelle sein. Und wenn dir irgendwas auffällt an seinem Verhalten, dann eine kleine Notiz machen. Nadja fragt, ist Foto geben auch eine Alternative? Wäre bei meiner besorgt, dass sie eventuell vielleicht schnappt beim Touchen? Also, ich finde, wenn dein Hund beim Pfote geben ruhig ist und nicht dann tuk, tuk, tuk macht, kannst du Pfote geben als Alternative verwenden. Die Leute finden es zumindest süß, wenn du mit ihr auch wirklich trainierst. Pfote geben halten und dann Leute das machen, das muss ja nur gut verstärkt sein, kannst du das durchaus anwenden. Damit der Hund beim Touchen nicht schnappt, also wahrscheinlich meinst du in die Finger, wird es trainiert. Also ich verstärke zum Beispiel nur geschlossenes Maul. Und nehme wirklich den Marker dafür, Maul geschlossen, Maul offen ansabbern, gibt zum Beispiel nur ein verbales Lob und immer schön geschlossene Schnauze gibt es Marker und Leckerli, also das kann man trainieren. Aber im Prinzip Pfote geben, solange der Hund den anderen Menschen nicht zerkratzt beim Pfote geben oder dann eben ins Anspringen kommt, das müsste man schauen. Dann ist Pfote geben natürlich auch völlig in Ordnung. So, jetzt könnt ihr noch eure Fragen stellen. Ich habe alles, was ich sagen wollte, also so an den Tipps, die ich euch mitgeben wollte, für heute erledigt. Und ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, eure Fragen zu stellen. Ich trinke kurz meinen Tee. Ich weiß, dass es immer eine kleine Verzögerung gibt zwischen Zoom und Facebook und dass natürlich Tippen auch ein bisschen länger dauert. Deshalb erzähle ich euch noch ein bisschen was. Ich habe im September wieder eine Aktion. Ab nächste Woche gibt es dann mehr Dogwalker-Themen. Und die Aktion startet erst im September, aber ich fange, ja, wie ihr wisst, immer etwas früher mit dem Vorprogramm an. Und deshalb werde ich jetzt viele Dogwalker-Themen machen. Wenn ihr also irgendwas habt, was euch besonders interessiert, dann schreibt mir einfach. Und ich nehme es gerne ran. Ich habe noch nicht alles durchgeplant. Ich habe schon einige Interviewpartner. Wenn ihr mal super gerne live gehen wollt hier bei mir, dann sagt mir Bescheid. Sollte halt für Dogwalker oder angehende Dogwalker, Dogwalkerinnen interessant sein. Und wir werden uns über alles unterhalten, was es so gibt, was für Hundebetreuer, Hundebetreuerin irgendwie relevant ist. Also da gibt es ja ganz, ganz viel. Und damit starten wir nächste Woche. Genau, hoffentlich dann irgendwann mal in meinem Büro. Ich sitze mal wieder in meinem Wintergarten heute. Und ich habe gesagt, das Einzige, was ich machen werde, wir werden von 19 Uhr auf 19:15 Uhr wechseln. Das hat nur den Grund, dass ich bin ja vor 3 Monaten knapp mittlerweile umgezogen und jeden Abend 19 Uhr läuten die Kirchenglocken. Und das ist so, dass die Kirchenglocken läuten und mein Hund, der Kleine, der hat ja eine Haustierklappe. Der kommt also rein und raus, wie er möchte. Was macht mein kleiner Hund? 19 Uhr, sobald die Kirchenglocken anfangen zu läuten, er rennt raus in den Garten und jault.
Was natürlich etwas unpraktisch ist, wenn man ein Live-Video gibt. Das heißt, ich brauche meine Schwester, die meinen Hund noch kurz beaufsichtigt und ihm ein Leckerli gibt, damit er nicht fiepst am Kindergitter, weil er unbedingt um 19 Uhr raus will wegen den Kirchenglocken. Oder er steht halt im Garten und jault. Ist auch nicht so toll, wenn die Nachbarn draußen sind. Das heißt, ich verschiebe die Live-Videos auf 19.15 Uhr. Dann sind die Glocken nämlich fertig. Und genau. Das ist so das Einzige. Fragen kamen jetzt keine mehr. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr teilt, wenn ihr Herzchen da lasst, wenn ihr es einfach rum erzählt, dass es hier immer jeden Donnerstag 19 Uhr Live-Videos gibt. Ja, die Jasmin schreibt, der Pieps, ja genau, der Pieps, der eben Kirchenglocken ganz, ganz toll findet. Wenn die Tür offen ist, dann stehen beide draußen und jaulen. Also Kirchenglocken sind das Beste für sie, was es gibt. Okay, dann hoffe ich, es hat euch heute wieder gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich gucke dann immer mal wieder rein. Und ja, eine Frage kommt noch vom Thomas. Würdest du genauso vorgehen, Management und Training, wenn ein Hund dazu neigt, fremde Menschen beim Vorbeigehen anzuspringen? Also nicht die klassische Begrüßungssituation, sondern wenn Menschen beim Vorbeigehen zu nahe kommen. Im Prinzip nein, jein, jein. Das ist, denke ich, ein Thema Menschen- und Aggressionsverhalten. Also das ist jetzt nur geraten, das muss ich auch dazu sagen. Bei so etwas würde ich davon ausgehen, dass der Hund ein Problem hat mit fremden Menschen. Hatte ich am Anfang gesagt, dass wir das Thema Anspringen wegen Aggressionsverhalten heute so ein bisschen ausklammern, weil es eine komplette Verhaltensanalyse, also es sollte eben dann eine komplette Verhaltensanalyse gemacht werden. Ich würde nicht genau so vorgehen. Natürlich Management, Leine auf der anderen Seite führen, Training natürlich auch, aber nicht exakt dieses Training, sondern ich würde erstmal bei jedem fremden Menschen zeigen und benennen machen, das heißt Klick vor Blick, Alternativverhalten aufbauen mit viel mehr Distanzvergrößerung zum Menschen. Genau. Und rausfinden, warum sie das oder warum der Hund das macht, wäre wichtig zu gucken, warum tut der Hund das, warum springt der Hund beim Vorbeigeben die fremden Menschen an. Das Fußlaufen trainieren als Alternativverhalten eher mit sehr viel Belohnung und auch mit dem Hund trainieren im Fußlaufen, wenn der Hund zum Beispiel rechts läuft, dass man trotzdem einen Schritt nach rechts macht, ohne den Hund zu schubsen, dass man das trainiert. Links das Gleiche, der Hund würde ja dann außen laufen und dass man dem Hund beibringt, okay, auf Signal einen Schritt zur Seite zu machen oder der Hund macht eben 3, 4 Schritte zur Seite und dann kann der Mensch einen Schritt zur Seite machen. Also ich würde mehr über Distanzvergrößerung arbeiten und den Hund im Kompletten mehr angucken. Ja, also da mehr auf alles, auf den kompletten Hund gucken, weil ich denke, wenn der Hund beim Vorbeigehen fremde Menschen anspringt, liegt eher Aggressionsverhalten zugrunde. Okay, wenn keine weiteren Fragen da sind, dann wäre ich für heute fertig. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag wieder. Freue ich mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin findet ihr alle Videos, die ich jemals gemacht habe, auf meiner Seite unter Videos. Es sind mittlerweile eine ganze Menge gewesen. Und ich bemühe mich auch, diese Videos bei YouTube hochzuladen. Also macht's gut, bis dahin, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns in einer Woche wieder. Ciao, ciao.